Ja, und im folgenden Kapitel beschäftigen wir uns mit dem PDFX-Standard. Und um den PDFX-Standard kurz vorzustellen, habe ich mir den Profi eingeladen, Stefan Jeggi von Prepress Consulting, absoluter Experte in dem Bereich. Ja, Stefan, vielleicht kannst du dich ganz kurz selber vorstellen und dann mal kurz erläutern, was es mit PDFX-Standard so auf sich hat. Sehr gerne. Danke, Uli. Ich bin von Haus aus Druck- und Verpackungsingenieur, komme also aus der grafischen, der Druckereibranche. Ich bin seit 1991 selbstständig, habe eine eigene Beratungsfirma und seit 1996 konzentriere ich mich auf das Thema PDF in der Druckproduktion. Ich bin auch stark engagiert in Standardgremien. Ich bin seit 1998 bin ich technischer Experte bei der ISO-Kommission, die PDFX standardisiert. Und zwar war ich bei der ersten Sitzung, wo PDFX zum ersten Mal diskutiert wurde, war ich schon dabei. Ich glaube, sonst ist keiner meiner Kollegen ist schon so lange dabei. Ich habe selber auch einen dieser Standards geschrieben, nämlich PDFX 3 zusammen mit dem Olaf Trümmer, damals 2002. Seit 2006 bin ich in der Gent PDF Workgroup als technischer Leiter zuständig, auch für die Definitionen von PDFX Plus Spezifikationen. Und in der Schweiz haben wir eine ähnliche Vereinigung, PDFX Ready. Da bin ich Zertifizierungsleiter. PDFX Ready werde ich nachher noch ein bisschen genauer erläutern. Das Ziel ist da, dass wir den Einsatz von PDFX vereinfachen und fördern wollen, indem wir da Anleitungen publizieren und Briefleitprofile und Ja, so weiter. vielleicht kannst du uns mal kurz die Agenda zeigen von den nächsten 20 Minuten, die wir hier für PDFX verwenden. Und vielleicht kurz mal sagen, seit wann gibt es denn PDFX? Und das ist ja ein sehr, sehr komplexer Standard. Wie setzt er sich zusammen und was ist das Spezielle an PDFX? Ja, ich werde zuerst einmal ein bisschen über die PDFX-X-Regeln etwas erzählen, dann wie man deine Datei identifizieren kann, gerade in Acrobat. Und dann kommt eben der Teil, den du angesprochen hast, was sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen PDFX-Standards, die es gibt. Werde kurz auch zeigen oder aufführen, wie man PDFX-Dateien erzeugen kann mit Adobe InDesign, auch mit Adobe Acrobat. Und werde dann auf die PDFX Plus Spezifikationen eingehen, die also Zusatzkriterien definieren zu den ISO-Standards und werde dann am praktischen Beispiel nochmal kurz den PDFX Ready Briefleit zeigen und das Ganze dann ein bisschen zusammenfassen, indem wir da die verschiedenen Ebenen von PDF-Spezifikationen da mal ein bisschen genauer anschauen. Und zum Schluss noch als Bonus ein kleiner Ausblick auf PDFX 6, was demnächst herauskommen wird. Ich werde da kurz erläutern, was da Neues drin ist. Ja, vielleicht kannst du mal kurz was zur PDFX-Familie erzählen. Seit wann gibt es das? PDFX 1a kam raus 2001. Das war die Übernahme von einem amerikanischen Standard, der bei der ANSI spezifiziert war, namens PDFX 1. Da hat es aber noch ein paar kleine Dinge drin gehabt, die nicht so gut funktioniert haben. Da haben wir dann bei der ISO haben wir da eine Verbesserung gemacht. Ja, Stefan, seit wann gibt es denn PDFX und wofür gibt es denn überhaupt diesen Standard? PDFX gibt es seit 2001 und der Zweck ist, dass man den Austausch von digitalen Druckvorlagen auf Basis von PDF standardisieren wollte. PDFX ist eine Untermenge der PDF-Spezifikation von Adobe und hat da zusätzliche Einschränkungen und zusätzliche Muss-Vorgaben. Ein paar Beispiele dazu. Wir haben im PDF grundsätzlich müssen die Schriften nicht eingebettet sein, bei einer PDFX-Datei aber müssen sie eingebettet sein, damit man mit den Originalschriften nachher die Belichtung machen kann. Bilder müssen eingebettet sein, es braucht ein paar Metadaten und vor allem der wichtigste Punkt ist, die Farben müssen eindeutig definiert sein. Das sind alles Dinge, die in der normalen Standardfunktionalität von PDF schon vorgesehen sind, aber eben nicht zwingend sind. Wir haben dann aber festgestellt, dass ein paar Dinge noch fehlen, die für uns nützlich wären und haben dann in der ISO vier Zusatzbereiche definiert.
Die wichtigste ist sicher die Ausgabebedingung, wo man eben nachträglich auch noch die Farben eindeutig definieren kann. Da werde ich dann gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Das oberste Ziel ist die Vermeidung von Unklarheiten. Die PDFX ist in Acrobat recht gut unterstützt und kommt an verschiedenen Funktionen kommt das zum Vorschein. Ein Beispiel ist das Navigationsfenster Standards. Ich kann das mal an einem Beispiel kurz zeigen, wenn ich eine PDFX-Datei öffne. Da wird mir jetzt hier der Status angegeben, dass die Überprüfung erfolgreich ist. Das heißt, ich weiß jetzt, dass sie diesem PDFX4-Standard entspricht. Es gibt verschiedene Mitglieder in dieser PDFX-Familie. Das Ganze hat, wie gesagt, mit PDFX 1a begonnen, 2001. Man hat dann zusätzlich, vor allem im deutschsprachigen Bereich, haben wir die PDFX3-Variante gepusht. Und zwar der Unterschied ist der, dass man in X3 auch medienneutrale Farben definieren kann, während in PDFX 1 nur CMYK und Sonderfarben benutzt werden können. Und das haben wir vermisst und darum haben wir da vom deutschen Raum haben wir dieses X3 dann zusätzlich noch vorgeschlagen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen obsolet geworden, weil einige Programme, unter anderem InDesign, sobald Transparenz auf einer Seite ist, die medienneutralen Farben in die Dokumentfarbe konvertieren und dann ist eine medienneutrale Ausgabe nicht mehr möglich. Das geht mit PDFX 4, kam 2008 zum ersten Mal raus und 2010 wurde eine überarbeitete Version, dann die erste Version hat die ersetzt. Und da kann ich medienneutrale Farben verwenden und auch Transparenz. Da gibt es noch ein paar Unterversionen, die sind eigentlich unwichtig und die sind wirklich nur in Spezialfällen, wo die verwendet werden. Was würdest du denn jetzt empfehlen? Was wird denn hauptsächlich eingesetzt und was ist für die meisten Fälle ausreichend? Also empfehlen würde ich ganz klar PDFX 4, weil das eben alles abdeckt. Es kommt immer mehr Transparenz, auch in Programmen, wo man das nicht vermuten würde, aus der Office-Welt beispielsweise. Und bei PDFX 1a muss das immer flach gerechnet werden. Das zerstört oft die Daten und macht die Weiterbearbeitung schwierig. Wenn du jetzt fragst, was wird am häufigsten verwendet, dann ist es immer noch PDFX 1a und lustigerweise auch X3. Also da sollte man dringend davon wegkommen. Das sind Technologien, die noch aus dem letzten Jahrtausend stammen. Und da ist jetzt X4 ist im Moment die aktuellste Version und die ist seit über 10 Jahren ist die verfügbar und in den Programmen kann man die verwenden, ohne dass man irgendetwas Zusätzliches installieren muss oder kaufen muss, sondern das ist eigentlich überall da. Okay, gut. Hier beispielsweise in InDesign. Da kann man PDFX 4 exportieren und da gibt es zwei Varianten. Es gibt die Variante, wo man beim Export eine Konvertierung in den Zielfarbraum macht, in den Dokumentfarbraum. Und dann gibt es die Variante, wo man keine Farbkonvertierung macht und damit beispielsweise RGB-Bilder, die im PDFX 4 drin, in der Layout-Datei drin sind, mit einem ICC-Profil zusammen in die PDFX 4 schreiben kann. Also das ist der sogenannte medienneutrale Workflow, der auf der Ausgabeseite dann mehr Flexibilität bietet, gerade wenn im Hinblick auf die Digitaldruckmaschinen, die eben viel größere Farbräume aufweisen als beispielsweise der Offset-Druck. Wir haben bei PDFX Ready haben wir diese beiden Varianten als Export Profile hinterlegt, das kann man sich hier runterladen und diese Variante, die heißt hier CMYK und RGB, das ist eigentlich die, die wir empfehlen zu nutzen. Das heißt also, diese Export-Settings kann man sich direkt von der PDFX Ready runterladen und dann in InDesign auch als Export-Settings wieder importieren. Genau. Da gibt es eine kurze Anleitung dazu, wie man das machen muss, eine Seite und das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Man kann aber auch, wenn man jetzt beispielsweise PDF-Dateien bekommt von jemand anderem, der halt nicht weiß, wie man PDFX 4 schreibt, dann kann man auch in Acrobat Pro nachträglich noch eine normale PDF-Datei in eine PDFX X-Datei, nicht nur X4, X1a geht auch,
Und da kann man hier drei verschiedene Möglichkeiten, das anzuwählen. Es gibt unter Datei Speichern als ein neues Menü seit ein paar Jahren, druckfertige PDF-Datei, Klammer PDFX. Dann gibt es im Brieflight einen Assistenten, wo man da ein paar Fragen beantwortet und da kriegt man auch eine PDFX-Datei. Und es gibt ein Brieflight-Profil, das mitgeliefert wird, das heißt nach PDFX konvertieren. Und da gibt es verschiedene Ausgabebedingungen, die da mitgeliefert werden, kann man aber sehr, sehr einfach auch eigene solche Profile dann anlegen. Genau, und bei Preflight nicht vergessen, auf PDFX-Standards oder auf PDF-Standards umzuschalten, dann kommt das direkt vorne dran. Genau. Jetzt PDFX, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das definiert eigentlich nur die minimalen technischen Anforderungen an eine digitale Druckvorlage. Also es werden alle Ressourcen eingebettet, die eindeutige Farbdefinition, die Seitengeometrie ist definiert, also Hatzbeschnitt, wenn ja, wie viel und so weiter. Ein paar Sachen sind verboten. Aber PDFX enthält keine Regeln für die Qualität von spezifischen Drucksachenarten oder Druckverfahren. Weil das hätte den Rahmen dieser ISO-Standards gesprengt. Und da haben wir dann uns entschlossen, das auszulagern und das anderen Organisationen zu überlassen. Und daraus hat sich dann der Begriff PDFX Plus entwickelt und federführend da in dem Bereich ist die Gent PDF Workgroup, die da seit etlichen Jahren solche PDFX Plus Regeln definiert und auch PDFX Ready. Wir sind Mitglied bei der Gent Workgroup und arbeiten da aktiv mit. Wir verfeinern das dann nochmals ein bisschen und erweitern die Profile noch, die von der Gent Workgroup kommen. Also das ist ein wichtiger Punkt, weil da kann man dann Bildauflösung, Gesamtfarbauftrag, Farbräume und so weiter kann man dann zusätzlich prüfen. Okay. PDFX Ready, wie gesagt, hat diese Regeln auch eingebaut und noch ein bisschen erweitert und wir haben hier auch wieder auf der PDFX Ready Webseite kann man sich solche Brieflight-Profile runterladen für Bogenoffset, Rollenoffset, Zeitung, Digitaldruck in verschiedenen Varianten, X1A, X4, mit und ohne RGB. Und da kann man dann eine Prüfung machen, ob eben eine solche Datei PDFX-Ready konform ist. Da wird natürlich der PDFX-Standard zuerst geprüft und eben die ganzen Zusatzfunktionen. Also auch hier so ähnlich wie bei den Export-Settings kann man sich das halt als Preflight-Profil reinladen. Das heißt, der Anwender muss eigentlich nichts machen als das importieren und kann das direkt danach prüfen lassen. Genau. Auch da gibt es eine kurze Anleitung dazu. Das ist eigentlich auch sehr einfach. Ich habe hier da mal versucht, diese verschiedenen Ebenen oder Levels von PDF-Spezifikationen mal grafisch darzustellen. Also die Basis ist immer die PDF-Spezifikation, die ursprünglich mal von Adobe erarbeitet wurde, mittlerweile seit über 10 Jahren bei der ISO beheimatet ist und die ISO entwickelt die weiter. Darauf aufbauen gibt es dann diverse Untermengen für bestimmte Anwendungsbereiche, PDF-A für Archivierung, PDF-X für die Druckvorstufe, PDF-E für Engineering, es gibt dann noch 2, 3 andere. Und bei PDF-X gibt es dann nochmals eine Unterteilung mit diesen PDF-X Plus-Spezifikationen für verschiedene Druckverfahren beispielsweise. Und man kann dann noch einen Schritt weitergehen und da obendrauf noch Auftrags- oder Kunden- oder firmenspezifische Zusatzkriterien definieren. Beispielsweise die Anzahl Seiten, die ein Dokument haben, aber die Größe, der Beschnitt, ob es Sonderfarben hat, wenn ja, welche Sonderfarben sind zugelassen oder welche Fonts sind zugelassen. Da habe ich also für etliche Firmen habe ich das bereits mal angepasst, dass dann nur die Fonts, die Firma als Firmenschrift definiert hat, dann auch wirklich geprüft werden. Und wenn andere Fonts verwendet werden, gibt es eine entsprechende Warnung. Das ist dann sehr einfach, weil man da auf einem sehr hohen Level einsteigt. Wenn man da unten einsteigen will, das ist sehr, sehr aufwendig und braucht sehr viel Know-how vom PDF und von der Druckvorstufe. Hier oben ist es einfach, eine Liste von zugelassenen Fonts zu erstellen, das kann jeder. Ne? Also das ist ein Prinzip, damit man das ein bisschen einordnen kann. Sehr gut. PDF X4 ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Im Moment haben wir gerade abgeschlossen die Arbeiten zu PDF X6. PDF X6 basiert auf einer Revision von PDF 2.0, die in diesem Jahr noch herauskommen sollte.
Das Problem ist jetzt, wegen der Corona-Geschichte sind sämtliche ISO-Meetings bis im Herbst abgesagt worden. Man hat dann einiges mit Online-Meetings gemacht. Das heißt, ich bin mir im Moment noch nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich das Jahr noch rauskommt oder erst Anfang nächstes Jahr. Wir müssen warten, bis das draußen ist von den Kollegen von PDF 2.0, weil wir können nicht einen ISO-Standard referenzieren auf einen Standard, den es noch gar nicht gibt. Aber sobald das draußen ist, werden wir dann unseren auch veröffentlichen. Wir sind im Moment in der Endabstimmung. Was ist neu bei PDFX 6? Es kommt ein Parameter für Tiefenkompensierung dazu. Es gibt eine Möglichkeit, pro Seite eine Ausgabebedingung zu definieren. Da kann man beispielsweise in der gleichen Datei kann man dann den Umschlag, der auf gestrichenes Papier gedruckt werden kann, und den Inhalt irgendeiner Broschüre, der auf ungestrichenes Papier gedruckt wird, kann man in der gleichen PDFX-Datei dann definieren. Es gibt ein paar Erweiterungen zu Metadaten. Im Bereich Sonderfarben werden spektrale Informationen neu auch möglich. Man hat noch ein paar Geschichten zur Opazität von Sonderfarben. Also das ist sehr, sehr technisch. Da gilt es natürlich zuerst jetzt mal abzuwarten, inwiefern die Anwendungsprogramme dann diese Funktion auch unterstützen. Wir haben ein paar Sachen gelockert, beispielsweise Anmerkungen waren früher gänzlich verboten. Heute kann man, oder in PDFX 6 kann man jetzt einige Anmerkungsfunktionen kann man benutzen. Allerdings müssen die auf nicht druckbar gesetzt werden, nicht, dass man am Schluss dann Notizzettelchen 10.000 Mal druckt. Ja, okay. Auch alles schon passiert. Es gibt drei Varianten wieder. Es gibt PDFX 6, die Hauptvariante, dann gibt es ein PDFX 6P und ein PDFX 6N, wie es früher auch bei PDFX 5 möglich war. Das sind auch wieder solche Nischenanwendungen. Beispielsweise, wenn man mehr als 4 Prozessfarben verwenden will, 6, 7, 8 Prozessfarben, also nicht Sonderfarben, sondern Prozessfarben, dann braucht es PDFX 6N. Ja, jetzt sagst du gerade PDFX 5. Spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, eben, das sind auch so Untervarianten. Da gibt es ein 5N, ein 5P, ein 5G. Das 5G wird beispielsweise bei PDVT verwendet, wenn es um variable Daten geht. Aber sehr, sehr marginal. Also das sind weniger als ich weiß nicht, vermutlich viel weniger als 1% aller PDFX-Dateien verwenden PDFX 5. Und dieses P und G wird hier auch sehr, sehr, sehr einen kleinen Anteil haben. Okay, das heißt also, aktuell sollte man PDF X4 benutzen oder mit entsprechenden Plus-Varianten das noch aufbauen und dann auf die PDF X6-Variante warten. Genau, wobei das wird dann auch noch eine Zeit lang dauern. Wenn das rauskommt, dann vielleicht Ende Jahr oder Anfang nächsten Jahr, muss das zuerst in die Programme implementiert werden, muss Adobe das in InDesign reintun und in Acrobat. Und dann müssen wir solche PDFX 6 Plus Spezifikationen erarbeiten, und bis sich das dann wirklich in der Praxis wirklich verwendet wird, das wird noch mindestens 2 Jahre dauern. Okay. Also mit X4 ist man da sehr gut eigentlich schon auf der guten Seite. Der Wechsel zu X6 ist dann relativ klein. Gut. Und hast du noch ein paar Informationen zum Abschluss? Ja, wenn man wissen will, wann das soweit ist mit PDFX 6 oder andere wichtige Neuigkeiten, kann ich meinen Blog empfehlen, den ich vor ein paar Jahren angefangen habe. Da gibt es auch ein Newsletter, kann man sich abonnieren, und dann kriegt man dann circa einmal im Monat kriegt man da ein paar Meldungen dann. Und das ist kostenlos, kann man sich bei mir auf meiner Webseite pdf-aktuell.ch kann man sich da registrieren. Okay, ja gut, die Adresse werden wir dann auch in dem YouTube-Fenster mit einblenden, kann sich jeder direkt draufklicken. Ja gut, vielen Dank Stefan, das waren sehr ausführliche, aber sehr informative Informationen über PDFX, und wir machen ja auch noch ein zweites Webinar zum Thema Acrobat und Druckvorstufe. Da wirst du ja einiges auch dann live zeigen, wie das in Acrobat alles funktioniert. Bis dahin erstmal alles Gute und vielen Dank dir und schöne Zeit. Gern geschehen. Schöne Grüße nach München.